So, meine Damen und Herren, ich habe, glaube ich, das Problem gelöst. Windows hat irgendwie den Haken wieder aus Mono rausgenommen, wo das gestern alles wunderschön eingestellt war und ich müsste, glaube ich, das Rauschen jetzt entfernt haben. Im folgenden Video werdet ihr leider das noch so hören, aber ich hoffe mal, dass in den nächsten Livestreams und Videos sich meine Stimme so anhören will. Also nochmal Entschuldigung für die Soundqualität. Aber ich bin auch kein Profi da drin. Ich muss alles selber ausprobieren und im Netz nachgucken und selber alles austüfteln. Und hoffe, dass ihr jetzt somit das Problem gelöst habt. Also viel Spaß mit dem Video. Neues Video, neues Glück. Die Niki ist zurück und mit einem weiteren Pferdekauf-Video. Und ich spiele immer noch mit meinem Mikrofon irgendwie. Ab und zu schlägt das irgendwie so minimal in den roten Bereich. Es ist immer noch so ein Krampf jedes Mal beim Aufnehmen. Ha, es tut mir wirklich leid, aber ihr seid leider mal... Das heißt, Opfer. Nein, ihr seid nämlich die Tester, um zu gucken, dass nämlich alles wunderbar läuft. Ich hoffe mal, ihr hört mich jetzt auch wieder auf beiden Seiten. Habe ich damit nichts gelöst. Windows hat einfach ein Häkchen rausgenommen und dann konnte man halt nur Mono hören und nicht Stereo. Wenn ich die beiden Sachen jetzt nicht verwechselt habe. Aber gut, Pferdekauf, Leute. Ich würde mal sagen, wir gucken uns erst den Pasofino an, weil die ganzen Klamotten kann man sich nämlich nur wieder mit den neuen Pferden angucken oder mit dem Araber oder dem englischen Vollblut oder dem Lusitano. Kann ich jetzt auf mein Andalusia leider schlecht zeigen. Auch die Trense beim Modern Style für den Admiral, für die Admiralin da. Deswegen würde ich mal sagen, gucken wir uns erst die Pasofinos an. Und hier haben wir den Apfelschimmel. Ich guck mal, wie SSO den jetzt nennt. Okay, die sagen nur, da steht eine wunderschöne 7 Fellfarbe. Okay, da steht nicht die Fellfarbe dran, wäre auch zu schön gewesen. Weil ab und zu sagt es ist immer so die Fellfarben, auch wenn die meistens falsch sind. Aber ich würde einfach sagen, es ist ein rötlicher Apfelschimmel, einfach ganz grob gesagt. Mit so kleinen Abzeichen hier auch an der Kronenrand. Und hier so ein bisschen an den Nüstern. Finde ich wieder sehr schön geworden. Ich finde hier vom Grundaufbau hier mit dem kräftigen Hals und dem kräftigen Körper, finde, wenn die Andalusier auch mal irgendwann wieder so aussehen würden und nicht so schmächtig. Naja, ist natürlich schon ein Riesenunterschied zwischen den Generation 3 und jetzt so in Andalusia oder Trakehner, das macht schon wieder viel aus, ne? Deswegen sage ich mal liebevoll Generation 3.5 oder 3.1. Oh, sogar mit braunen Äuglein. Aber den kaufen wir uns nicht. Wir müssen nämlich zu Steve's Farm. Da gucken wir uns jetzt noch die weiteren Farben an. Ich habe ja schon, glaube ich, im Trailer gesagt, welches ich mir so ausgeguckt habe. Und wenn sich jetzt nicht schlagartig was ändern sollte, wird es bei dem Champagner wohl bleiben. So. Ja, bin ich ja mal gespannt, wie die jetzt im Spiel wirken. Klar, ich habe schon manche auf den Pasofino reiten sehen, aber es ist natürlich immer eine ganz andere Kiste, wenn die endlich draußen sind mit den fertigen Animationen und so weiter. So, wir parken mal das Pferd hier hin. Dann gucken wir uns... Oh, da ist der Lichtfuchs, der Falbe. Ja. Stecken. Eine schöne Schnurblässe, unterbrochene Blässe. Auch guck mal, die Licht und alles und das glänzende Fell an. Dann die Abzeichen. Ah, das sieht schön aus. Wir haben hier wieder braune Äuglein. Ein kleines Stichelhärchen. Auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir auch. Ich muss also ich habe noch keinen Lichtfuchs, wo ich sage, boah, den muss ich unbedingt haben. Aber der sieht gar nicht mal so schlecht. Der sieht auch echt schick aus. Oder ist es ein Palomino? Oder Licht, doch ein Lichtfuchs? Ne, Palomino hat ja mehr so weiße Mähne, ne? Glaube ich. Ihr seid die Pferdeexperten, schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich glaube, es ist ein Lichtfuchs, weil es auch so eine cremefarbene Mähne hat, statt eine weiße, ne? Bevor ich jetzt irgendwie das durch den Raum werfe. Hier haben wir den wunderschönen Falben. Ich finde auch toll, dass hier von der Fellfarbe hier mehr in die Mähnen reingeht. Die schwarzen Öhrchen. Umrundete Augen. Hat auch wieder so ein bernsteinfarbene Augenton. Gucken. Ja, so bernsteinfarben, sagt man. Dann die Dapples, hier den Aalstrich. Und was ich auch toll finde, die Streifen an den Beinen.
Hat sonst soweit kein Abzeichen. Finde ich auch mal schön. Genau wie ich sie mit dem Rappen. Einfach mal ein schwarzes Pferd. Einfach mal ein schwarzes Pferd. Finde ich schick. Hilfe. Hilfe kommt zu spät. Nein, Scherz. Einfach mal ein schwarzes Pferd ohne irgendwelche Abzeichen. Da denken sich manche, oh, wie langweilig. Aber nein, viele Spieler warten auch einfach mal auf so ein Pferd, das einfach kein Abzeichen hat. Und muss es ja auch mal geben. Es gibt genug Pferde, die einfach gar kein Abzeichen haben, ne? Auch wenn es vielleicht für manche langweilig sind, manche freuen sich immer wiederum. Und der hat, glaube ich, auch. Was machst du die Augen zu? Komm. Na, auch solche bernsteinbraunfarbene Augen. Gibt's haben fast alle hier. So. Jetzt kommen wir zum Seal Brown, den ich hier da nicht so gut gucken kann. Hat, glaube ich, auch kein Abzeichen. Die Zunge rausstrecken. Auch kein Abzeichen. Doch, da hat er so einen kleinen Keilstern oder so. Auch braune Äuglein. Hier auch wunderschön. Hier mit dem hellbraunen. Dann die Deppels am Bauch. Auch ein sehr schönes Pferd. Und da haben wir meinen Champagnerfarbenen. Hoffentlich ich stehe jetzt nicht für die anderen so im Weg. Ich gehe mal ein bisschen raus. Ist ja auch doof. Den schönen Abzeichen. Ist immer eine Farbe, die habe ich, glaube ich, noch nicht im Stall. Hast solche kleinen Pigmente hier. Finde ich toll, diese kleinen, diese Details einfach, ne? Schön Abzeichen. Ist mal was anderes. Ist mal wirklich mal was anderes. Deswegen wird er auch bei mir werden. Und der Schwarz-Weiß. Ich finde den aber auch nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Der ist auch echt super, super schön. Besonders hier wie mit den zwei Augenfarben. Hier auch schön die Blässe, die breite Blässe, die hier so lang geht, über, dann über die Nüstern. Und dann auch hier wieder diese Stichelhärchen, die an beiden Seiten sind. Dann die weißen Abzeichen jeweils. Und hat hier auch ganz, ganz leichte Deppels. Und auch die Scheckung geht hier so leicht grisselig raus. Finde ich schön. Das sind echt gut gelungene Pferde. Ich hab mal, wenn mir die Gangarten gefallen, muss ich halt mal gucken, was mich mir dann noch einen hole oder nicht. Oder irgendwann in späterem Zeitverlauf mal noch einen hole. Ich weiß es noch nicht. So. Dann wollen wir mal. Es wird bei mir nämlich. Ich guck mal, ich habe mal einen Namen ausgedacht. Aber ich weiß nicht, ob der funktionieren wird. War von ein paar Sophines so angetan, dass ich mir nämlich überlegt habe, ob ich vielleicht in meinem Comic der ID ein paar Sophino verpasse. Auch wenn meine ID im 15. Jahrhundert spielt und im 15. Jahrhundert noch keine paar Sophinos gibt. Aber es ist ja Fantasy, also ist es ja egal. Oder zumindest ein Pferd im gleichen Körperbau. Und das wollte ich dann nämlich. Der Name kam nämlich ursprünglich von einer Serie. Jetzt hoffe ich mal, dass das funktioniert. A, B, C, D, E, F, G. H. Lighthope funktioniert, die Lichthoffnung. Lighthope. Lighthope kommt nämlich von She-Ra. Ist nämlich She-Ras Mentorin. Ich weiß nicht, wie man die überhaupt nennt. Das ist auf jeden Fall eine, die She-Ra hilft. Lighthope, so heißt der Name. Und deswegen. Und weil ich auch im Comic das Pferd so nennen wollte, Lighthope, übersetzt zumindest. Ich glaube, dem Pferd im Comic werde ich einen komplizierteren Namen verpassen und dann einfach Übersetzungen lassen. Bla bla bla, heißt aber Lighthope. Und deswegen wollte ich meinen Pasofino auch so nennen. Und ich bin gerade echt froh, dass das funktioniert. Lighthope. Schöner Name. Lichthoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Leute. So, da. Gucken wir uns jetzt mal unsere Lighthope mal im Stall an. Das Putzen, das Übliche kennt ihr ja schon. Dann die Gangarten. Dann die Frisuren. Und dann gucken wir uns zum Schluss mal die ganzen Klamotten an, die reinkamen. Alles nach dem anderen. So.
Dann gucken wir mal. Ganz einfach bei mir das Level. Zack. Ja, alles steht hier vor der Andalusia. Ich habe mir einfach meine Andalusia immer eingerichtet, weil ich diese Rasse einfach über alles liebe. Und ja, ich habe sie alle. Alle. Und ich meine alle. Packen wir mein Druiden-Outfit fürs erste Mal wieder weg. Und schauen uns das Pferd doch mal vom Nahen an. Und da steht sie auch schon. Das ist meine Sie. Oh, das passt sogar einigermaßen. Oh, wie süß ist das denn? Was striegeln. Genießt sie wohl. Hufe auskratzen. Funktioniert ja mal ganz gut. Und das Füttern und gleichzeitig auch das Tränken ist. Nom, 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 so ein bisschen, ne? Ganz gemächlich. Einstellungen. Kreativ. Gehen wir mal wieder in den Wildpferd-Modus. Wechseln schon mal die Hufeisen. Und dann würde ich sagen, erstmal zur Reitarena. Gucken uns die Gangarten an. Oh, ist das schön. Oh, ist ja schön. Ich sollte mir jetzt nicht zu viel hier angucken. Ich sollte mir jetzt hier nicht zu viel angucken. nom, 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 nom. Oh, ich glaube, mein Hund kommt in mein Zimmer gleich. Hui, die Mähne ist ganz schön quadratisch, praktisch gut. Na? Du Pippi, ja, du willst jetzt schmusen, mitten bei der Aufnahme, ne? Ja, nie ist klar. Und dann auf den Schoß und betüdelt werden. Hui. Die Mähne sind keine einzelnen Strähnen, so wirklich, sondern ein quadratisch praktisch Gutmähner. So. Mal sagen, gucken wir uns erstmal die Idle-Animation ohne Reiter an. Oder wir können, vielleicht haben wir uns ja vorhin ein bisschen genauer angeguckt. Sehen wir den kleinen Kronenrand, die Hufe sind unterschiedlich. Also der hieß zum Beispiel ein bisschen heller. Schnippe haben wir. Ach ja, stimmt ja. Ha, geht ja jetzt nicht mehr. Was ich ja auch schön finde. Das ist ein kleiner Nordstern. Wenn man ganz viel Fantasie reinlegt. Mein Sternenpferd. Bin aber auch hier mit den grünbraunen Augen voll schön. Flauschige Öhrchen. Diese Lichtdetails einfach schön. Man sieht auch das Fell. Also wäre schön gearbeitet. Animationen sind auch ruhig. Aber es sind nicht so die Zappelpferde. Schön, dass so ein bisschen mit dem Hinterhand ein bisschen rumspielt und ein Gewicht verlagert. Keine Zappelpferde halt, ne? So, dann mal die Standanimation, wenn man drauf sitzt. Ich glaube, so großartig ändert sich da jetzt nichts. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Schritt. Ich finde den Schritt irgendwie voll konzentriert und so steif, so zum Motto, ich muss geradeaus laufen. Ganz gerade. So richtig stachsig. Und konzentriert. Was ich süß finde, dass auch die Öhrchen nach hinten gehen. Das mag ich schon. Und dass der Rücken irgendwie so leicht mitwippt. Na, guck mal, auch Bewegung im Rücken drin. Das ist nicht mehr so steif mit dem Hintern. Also gut. Dann der Trab. Locker flockig. Schweifhaltung finde ich auch schon interessant. Gehen wir den Galopp. Ja, irgendwie gefällt mir was am Hals nicht so gerne. Ich weiß nicht, hier oben sieht man das so ein bisschen. Da geht so ein bisschen, als würde der Berg aufgehen. Wisst ihr, was ich meine? Da hängt der Rücken ein bisschen mehr durch und da, als würde er bergauf gehen. Na gut. Schneller.
Da weht wieder die Mähne richtig schön mit. Aber der ganze Klumpen weht mit. Den einzelnen Strähnchen. Ah. Und dann so schneller. Den Galopp finde ich wieder sehr schön. Ja, der gefällt mir. Das rückwärts richten. Das finde ich also mit dem Lusitano, mit dem Quarter Horse und dem Paint Horse und jetzt mit dem Pasofino. Das ist eines der schönsten Rückwärtsrichten. Wieso sage ich das? Weil es einfach ein stures Rückwärtsrichten ist. Und die Öhrchen nach hinten legt und nicht dieses nach hinten gucken, so, macht der Reiter jetzt alles richtig? Ich bin ein Star, mir fällt, muss nach hinten gucken, wenn ich rückwärts richte. Nein, eigentlich sollten die beim Rückwärtsrichten ja nicht nach hinten gucken. Deswegen fand ich das ja bei dem Lusitano schon so mega schön. Frag mich, wieso die das nicht beibehalten haben. Bei den Quarter und Paints, ja klar, die machen das ein bisschen schneller, aber die haben auch schön die Öhrchen nach hinten, gehen zügig nach hinten. Und das der Pasofino macht das jetzt einfach wie. Das eigentlich sein sollte, finde ich jetzt. Ich finde es schön. Mega schön. Springen. Auch mega schön. Schwupp. Ich finde, mit den Springen werden ja auch immer besser mit der Animation, dass es schön flüssig aussieht. Dann haben wir noch das Steigen. Ich auch mega schön finde. Nichts Extravagantes. Jetzt stellt sie sogar auf den Hinterläufen. Die breiten sich ein bisschen aus, um einen besseren Stand zu haben. Finde ich schön. Wenn ihr stehen bleibt, habt ihr die Gangart, den Fino nennt man das, glaube ich. Das ist ja dieses schnelle Tribbeln. Genau. Der Fino. Da finde ich schade, dass der Schweif ein bisschen starksig ist. Weißt du, hier, wenn das Pferd geht, merkt man ja, die einzelnen Strähnen bewegen sich, alles leicht und flockig, was jetzt bei den neuen Generation 3 Pferden ja so ist. Ich weiß nicht, ab wann kam das rein mit den Schweifbewegen? War das mit dem neuen Araber? Oder ich weiß nicht mehr, wann das anfing, dass die einzelnen Schweifhärchen sich jetzt auch frei bewegen und nicht so einen Klumpen hinterher weht. Der hätte ich jetzt auch noch schön gefunden, wenn jetzt die Bewegung auch, dass er. Schweifen nicht so klumpenartig wäre, sondern hier sich ein bisschen freier bewegt hätte. Aber ich finde, das ist wieder nur das i-Tüpfelchen meiner Meinung nach. Auf jeden Fall sehr gut animiert. So sieht es auch in echt aus, finde ich. Und dann habt ihr noch die Variante, ich glaube, vom Schritt aus wieder die Umschalttaste drücken und dann W. Dann kommt in diesen schnellen Tölt den Paso Largo oder den Largo heißt das, glaube ich. Das ist ja einfach dieser. Sie beschreiben es als Tölt halt, ne? Ja, so kann man das nennen. Keine Ahnung, wann ich den mal benutzen wollen würde, weil ich einfach seltener mit reite. Also als Gag vielleicht, aber sonst eher weniger. Ist ein nettes Ding auf jeden Fall, finde ich. Hat da oben ja auch noch ein Abzeichen, stimmt. Ach genau, der schnelle Stopp. Nein, den haben die beibehalten. Ja, moin. Die haben den Schnellstopp vom Quarter on Paint beibehalten. Finde ich jetzt nicht schlimm. Warum finde ich das nicht schlimm? Weil der Pasofino als Freizeitpferd für alles benutzt wird. Sei es Dressur, Western. Klar, es ist jetzt nicht das Western-Pferd. Heißt jetzt nicht, boah, Western-Turniere, bist du mit dem Pasofino da, statt mit dem Paint? Nee, aber man kann ja mit Pferden alles machen. Das heißt ja nicht, nur weil es ein Haflinger ist, kann ein Haflinger kein Springpferd werden. Klar, man sieht in den hohen Turnieren jetzt kein Haflinger, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dass das eben halt der Sliding Stop hier mit dem Paint da ist. Vom Paint oder Quarter. Die Animation da ist. Man kann halt nicht alles neu erfinden, ne? Also, ich finde es in Ordnung. Gucken wir uns jetzt mal die Frisuren an. Von der guten. Ungewohnt, dass ich mal wieder eine Stute geholt habe. Ah, ja, genau, stimmt. Stute. Oh mein Gott. Das vergesse ich jedes Mal, ne? Stute. Erwachsen. Zeitlos. Komm, wir machen zeitlos, weil, because, was ich am Anfang gesagt habe.
So, schauen wir uns die Mähne an. Hier die ganz lange Standardmähne. Von allen Seiten nochmal. Den langen schönen Schopf. Und den langen schönen Schweif. So, dann haben wir, das ist einfach die gleiche Mähne, Leute. Nichts anderes, aber da ist ein Zöpfchenball. Und das finde ich eine süße Idee. Ich weiß, wieso für ein Zöpfchen 19 Starcoins zahlen. Das ist schon ein bisschen heftig, finde ich. Es bleibt einfach alles gleich. Nur das Zöpfchen halt. Ich finde die Idee, dass das Zöpfchen dabei ist, gut. Aber dass man dafür 19 Starcoins zahlen muss, ist ein bisschen heftig. Dann haben wir die komplett eingeflochtenen. Ich glaube, hinten ändert sich aber nichts. Ne? Nee. Das bleibt alles gleich, nur dass eben halt alles eingeflochten ist. Wirkt auch ganz süß, aber werde ich mir nicht holen. Dann haben wir die Knötchen. Die Knötchen kennen wir ja schon. Da sieht man auch das Abzeichen schön. Na, guckt mal. Eine Sterne, eine Flocke, eine Schnippe. Und der Schweif bleibt. Dann haben wir hier wieder was kahl rasiert. Ich weiß auch nicht, wer auf diesen Trend kam. Sieht aus wie voll das Militärpferd. Nur noch krasser abgeschnitten. Schweif bleibt auch. Nicht wirklich meins, aber ich sag mal so, gar nicht mal so dumm, dass es drin ist. Es gibt sehr viele Leute, die editieren gerne. Und die müssen sich immer die Knötchen nehmen, weil, wenn sie editieren, wollen sie den Pferden meist eine andere Frisur verpassen. Oder eine andere Farbe oder was das heißt der Geier, ne? Und dann müssen sie die entweder die Mähne immer wegeditieren, wegmachen oder immer die Knötchen nehmen. Deswegen finde ich gar nicht mal so schlecht, dass einfach auch mal so eine Frisur da ist, dass dann vielleicht einfacher für die Leute ist. Es gibt ja auch viele, die dieses SSO-Roleplay editieren auf Instagram machen. Also die editieren Bilder und schreiben dazu Geschichten. Da ist das auch gar nicht mal so schlecht. Und dann haben wir die Stehmähne. Nice. Passt zu ihr jetzt überhaupt nicht. Vielleicht aber zu einem anderen Pferd, was ich mir irgendwann mal kaufen werde. Ich finde es super, dass die meisten Pferde eine Stehmähnen-Variante haben, bei denen es auch passt. Bin ich ganz ehrlich, finde ich einfach geil. Weil ich finde, man kann jedem Pferd eine Stehmähne verpassen. Okay. Ich korrigiere mich bei fast jedem. Ich kann mir bei einem Araber keine Stehmähne vorstellen, weil die meist solche dünnes Haar haben und da eine Stehmähne, das würde nicht funktionuckeln oder sehr merkwürdig aussehen. Zumindest bei den Rassen, die sowieso nicht so viel Mähne besitzen oder sehr dünne Mähne besitzen. Da kann ich es mir eher weniger vorstellen. Aber sonst ist das mit jedem Pferd möglich. Das ist ja nicht nur eine Fjordpferd-Variante. Also würde ich mal sagen, bleiben wir einfach bei der Langmähne. So, jetzt muss ich gucken. Zack, 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 zack. Was packen wir der guten drauf? Irgendwie wieder was Braunes. Das in Gold sieht nicht schlecht aus. Das in Gold sieht auch nicht schlecht aus. Das ist schwarz, das ist das Bosal. Das ist auch schwarz. Ich finde die Variante mal gar nicht mal so schlecht. Wups. Und dann haben wir jetzt unsere Klamotten im Bonus-Shop. Von den neuen Dressursachen. Haben wir eine schöne hellgrüne, aber da sind sie alle champi-tauglich. Sieht zumindest aus, weil die alle gleich viel kosten. Champi-tauglich, champi-tauglich. Das sieht sehr gut aus. Wir haben so eine graue, so eine pastellgrüne, eine hellblaue, eine rosa Farben, nur eine schwarze und noch mal eine weiße. Aber ich habe mir schon mal eine weiße beim Reitsportfestival geholt. Dann haben wir hier einen wunderschönen braunen Sattel. Haben sie alle. Ja, alle sind gleich teuer. Würde auch nicht schlecht aussehen zu dem Set, ne? Okay, gut, fast. Ach ne, es ist einfach nur Silber oder Gold. Schade. Ist nicht genau der gleiche Braunton, aber mein Gott, meckern auf hohem Niveau. Aber auch im Weiß. Weiß auch mit Gold. Dunkelbraun mit Gold. Schwarz mit Gold. Der neue Sattel ist echt wunderschön geworden, ne? Für einen Dressursattel. Und alles nochmal in Silber. So.
Das gucken wir uns im Monat nochmal beim Lifetime-Shop das Item an. Das ist nämlich von der Admiralin. Bleh. Boah, Gott, fliegt die Mähne hoch. Leid. Eine Mörlandstalle. Also, wenn ihr Lifetime seid, holt euch das Item ab. Es ist kostenlos. Im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Oder wie hieß es nochmal so schön? Und there is ihr Willow. Willow-Druide! Oh mein Gott! Ich freue mich immer, wenn jemand noch im Druiden-Outfit rumgurkt. Da bin ich immer mega, mega happy. So, wir haben jetzt. Oh, guck mal, es ist leicht bläulich. Es ist nicht komplett schwarz. Also, klar, da ist was Schwarzes dran, aber ich finde die schön. Es würde mich mal nur interessieren, was da für ein Symbol vielleicht vorne ist. Mit einem Stern. Wunderbar. Passt genau zu mir. Nehme ich. Wunderbar. Aber ihr Lieben, ich will damit mal sagen, das war's mit dem Pferdekaufvideo. Wir hören uns zu einem nächsten SSO-Video wieder. Also würde ich mal sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.